Ja, du, ich hätte gerne noch ein Wurstbrot mit extra viel Käse und what? Das Commentary geht jetzt schon los. Servus Leute, euer Jamie ist wieder am Start und was geht ab zum Start der Woche? Hier gibt's ja wieder MW3 für die Augen und heute mal keine Moab, sondern ein stinknormales TDM mit der MP7 erspielt. Ja, MP7 overpowered und dies und das und ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber die Gegner haben mich so abgefuckt und dann musste ich den einfach mal denen hier zeigen, wie man damit spielt. Jetzt habe ich den Schalter mit drauf gepackt und Magazinerweiterung. Meine Killstreaks waren die Predator, die Cobra und die A6 Überwachung. Ja, werde ich auch alles erreichen. Und in diesem Game waren die Gegner einfach so ultra schlecht. Das werdet ihr auch sehen. Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Die waren einfach so, ja, keine Ahnung, wir spawnen und dann campen wir uns in die Ecke, haben sie sich gedacht. Und ihr seht hier, die gammeln hier immer noch am Spawn. Und ja, deswegen werde ich auch des Öfteren mal ein Multi mit der Predator erreichen oder ein Triple oder so, keine Ahnung. Ja, Secondary war, glaube ich, die MP9 Akimbo. MP9, ja, genau. Akimbo und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Heute ist Montag, es ist mal wieder Zeit, früh aufzustehen und ja, ich habe ja auch dann immer so rumgefragt, hey, wie sieht's denn aus mit einem Upload-Kalender? Weil ich ja irgendwie mal das hochlade, mal dies und. Einige beschweren sich immer, oh, du bringst 3 Tage Black Ops, ich will MW2, dann bringe ich 3 Tage MW2, und dann geht's, du bringst nur MW2, ich bringe MW3, dann bringe ich MW3, und jetzt sagen viele, okay, kannst du dir was anderes bringen, okay. Eigentlich wollte ich heute ein Black Ops Gameplay bringen, aber irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich das hier noch auf meiner Festplatte, und dann habe ich gedacht, okay, lädt das mal hoch und fertig, ne. Also, Upload-Kalender, daran arbeite ich ja gerade, habe da auf Facebook mal herumgefragt, hey, wie sieht's denn aus, und ja, wie sieht's denn aktuell aus, was ist aktuell in Planung? Sieht zwar so aus, Montag ein Moab Monday, ob ich das so beibehalten werde oder ob ich es überhaupt machen werde, weiß ich nicht, weil erstens, ja, was ich da für den Moab bringe, weiß ich noch nicht, wie ich das Ganze da so fabriziere und zweitens, ob ihr das überhaupt sehen wollt, weil einige meinten, diese ganzen Moabs auf YouTube gehen ja irgendwie schon voll auf die Eier, kann ich verstehen, bei mir gab es jetzt glaube ich auch nicht allzu viele Moabs, ich glaube vielleicht 5 Stück habe ich hochgeladen, vielleicht, nee, 3, 4 oder so, also gar nicht so viele, ne? Außer man sagt, okay, man schreibt eine Klasse in die Kommentare und dann geht's ab hier, du, ne? Da musst du mal spielen mit der Lucia und dann geht's ab, mein Freund. Ne, weiß ich noch nicht. Also, Montag könnt ihr mal gucken, was ihr da für Ideen habt. Dienstag und Mittwoch dachte ich so an so ein stinknormales Commentary. Wobei ich mir dann so gedacht habe, okay, wenn ich da jeden Tag ein Video mache und ich mal keinen schaffen sollte, dann, okay, lässt du lieber mal den Dienstag frei oder so. Und machst dann zum Beispiel für Mittwoch irgendwie Live-Commentary oder so. Also heißt Dienstag kein Video. Mittwoch, ja, zum Beispiel ein Live-Commentary. Wobei, wenn man da Montag den Moab Monday macht oder so, dann auch ein Live-Commentary macht, dann ist halt wieder Mittwoch. Ja, auch wieder Live-Commentary. Wobei ich dann eher sagen würde, dass ich dann Mittwoch ein Live-Commentary mache und Montag einfach ein Moab-Gameplay hinterlege und da irgendwie was dazu plapper oder so, keine Ahnung. Dann Donnerstag, das ist eine richtig geile Idee. Finde ich zumindest. Und zwar ist es der Dual Donnerstag, Dual Donnerstag. Und zwar, wie läuft das Ganze ab? Also, ich wurde ja in letzter Zeit, was heißt nicht nur in letzter Zeit, ich werde ja generell oft gefragt, wie sieht's denn aus? Hast du mal Lust auf ein Dual? Kann ich einen Gastcommentary hochladen? Und ich habe mir da was einfallen lassen. Und zwar, ich verbinde das ganze Zeug, indem ich einen Dual Donnerstag mache. Das heißt, hört jetzt genau zu. Also. Dual Donnerstag bedeutet, wir machen ein Dual Commentary auf meinem Kanal. So, jetzt die Frage, wie kommt es dazu, dass ihr ein Dual mit mir macht? Also, ihr müsst einfach ein Gameplay spielen, eurer Wahl. Es sollte Black Ops sein, MW2, MW3, keine Ahnung, lasse ich euch offen. Und dann solltet ihr mich anschreiben, solltet sagen, hey, ich habe ein Gameplay, es geht so und so lang, mit der Waffe er spielt, die Killstreaks benutzt. Und darüber würde ich gerne mit dir ein Dual-Commentary machen mit diesem bestimmten Thema. Das heißt, ihr müsst mich anschreiben mit eurem Gameplay und mit eurem Thema. Wenn ich sage, okay, das Gameplay gefällt mir und das Thema passt, zack, machen wir ein Dual. Wenn es mir nicht gefällt, dann muss ich auch leider sagen, dann werde ich auch ablehnen. Ist halt nun mal so, dann bin ich ganz offen und ehrlich und sage, nee, mir gefällt das Thema nicht oder es gibt schon oder es hatte ich schon oder das Gameplay ist jetzt nicht so mein Fall, dann bin ich ganz ehrlich und sage, okay, vielleicht ein anderes Mal. Weil es gibt ja immer wieder Dual Donnerstag. Ja. Freitag, Samstag und Sonntag. Da werde ich dann Freitag und Samstag jeweils zwei Ep nee, Freitag und Sonntag jeweils 2 Episoden von Road to Commander hochladen. Und Samstag haben sich ja viele gewünscht, irgendwie ein Samstag Sniper Day oder so. Oder Saturday, Saturday, Sniper Day, was weiß ich.
dass ich da irgendwas mit der Sniper erspiele, zum Beispiel live oder so. Keine Ahnung. Also der steht aktuell so in Frage und da könnt ihr mal schreiben, was haltet ihr davon von diesem Upload-Kalender? Was würdet ihr ändern? Würdet ihr sagen, macht lieber einen Tag weniger, also dass ich dann sage, zwei freie Tage in der Woche und dafür mehr live oder so? Auf jeden Fall, ja, schreibt darüber viele Kommentare, weil ich würde dann schon nächste Woche damit anfangen. Würde ihn gerne mit euch zusammen ja, bearbeiten, den Upload-Kalender, damit wir dann so einen festen Termin haben für dies und das. Und ja, das war's. 43.3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall bewerten. Und ja, viele Kommentare. Ich bin raus. Servus.